Nun ging es doch schneller als erwartet. Während am runden Tisch zum Volksbegehren Artenschutz noch eifrig verhandelt wird, entschließt sich die Staatsregierung, das Begehren anzunehmen. Das heißt, der Landtag wird den Text absegnen, es wird keinen Gegenentwurf und keinen Volksentscheid geben, das Thema ist abgeräumt. War also der ganze runde Tisch nur eine PR-Aktion der Staatsregierung? Nicht ganz. Sicher, die Gespräche unter der Moderation von CSU-Urgestein Alois Glück haben Ministerpräsident Markus Söder erst einmal Zeit verschafft. Er hat es so vermieden, sich in der aufgeheizten Stimmung nach Abschluss der Eintragungsphase auf eine oder andere Seite, auf die andere Seite zu schlagen. Am runden Tisch ist aber noch mehr passiert. Naturschützer und Bauernverband, die sich zuvor noch über die Medien mit Vorwürfen überzogen hatten, mussten miteinander reden. Und nach allem, was man von den Teilnehmern hört, hat das auch etwas gebracht. Auf der einen Seite spricht der Bauernverband nun von einem Gesellschaftsvertrag für Artenvielfalt und Landwirtschaft. Auf der anderen Seite zeigen auch die Initiatoren Verständnis für den Frust vieler Bauern, die sich durch die niedrigen Erzeugerpreise und immer neue Regulierungen in die Enge gedrängt fühlen. Vorbei sind die Gespräche damit aber noch nicht. Es wird jetzt auf Begleitmaßnahmen ankommen, heißt vor allem auf einen Nachteilsausgleich für die Landwirte. Wie gut das gerade Haushaltsverhandlungen sind.